Hi, willkommen zurück zu Leverman Devlog, der Videoserie, bei dem ich einen Plattformer entwickeln möchte. Ja, wir gehen zurück, wir programmieren keinen Plattformer, wir entwickeln ihn. Ja, ist das gleich. Wir haben das letzte Mal Sequential Impulse Contact Solver implementiert und ich möchte da noch eine Sache einstellen, ändern. Wir haben das jetzt hier durch DT geteilt. Das Ganze kann 0 werden und das ist natürlich schlecht. Und damit es nicht 0 wird, machen wir folgendermaßen. Wir teilen das hier einfach mal DT und ja, lassen es einfach so. Entsprechend, dann müsste das der Hinsicht auch keine Probleme geben. Dürfte keine Änderung sein. Wir haben immer noch das gleiche Phänomen. Das heißt, ich glaube, wenn wir ihnen ein paar mehr Iterationen geben, ein paar mehr Iterationen. Oh, und ich weiß, warum der einsinkt. Wir haben ja aktuell nur einen einzigen Kontakt. Das Ganze ist wesentlich robuster, wenn wir zwei Kontakte generieren. Was wir später so oder so machen müssen für die Rotationsdynamik. Damit wollte ich eigentlich noch gar nicht drüber reden, aber es ist halt so, dass klar, es funktioniert, aber es sinkt so ein bisschen ein manchmal. Und um das Einsinken zu lösen, können wir eigentlich erstmal nur zwei Sachen tun. Also das To-Do hat sich erledigt. Das Einsinken zu lösen, sagen wir einfach, wir erhöhen einfach die Iteration hier auf 10 oder so. Na gut. Ist jetzt auch nicht wirklich so viel besser. Ey. Ich glaube, es macht gar keinen Unterschied. Machen wir 4 Iterationen oder 6 Iterationen, dann ist okay. Und von der Technik her müsste es aber jetzt richtig implementiert sein. Ja. Reibungen, so funktioniert auch noch. Ja, ich werde langsamer. Okay, gut. Dann machen wir weiter jetzt mit dem Level-Editor. Wie machen wir das mit dem Level-Editor? Wir bauen zuerst mal eine Möglichkeit, dass wir, was ich das letzte Mal gesagt habe, dass wir unseren Spielstand einfrieren können. So, das heißt, wir gehen in den sogenannten hier machen wir eine neue Variable, wo wir sagen Editor Active oder sowas. Die setzen wir standardmäßig auf False. Und wenn wir im Editor Active Modus sind, das ist der Update Input, dann möchte ich nicht den Player bewegen können. Wenn wir nicht im Editor-Modus sind, dann will ich den Player bewegen können. Nur dann. Und die Physik muss stehen bleiben. Und was brauchen wir noch? Und Kontakte interessieren mich eigentlich auch nicht. Tatsächlich. AWBs interessieren mich aber. Tatsächlich. Und ich will den Mauscursor nur noch haben, wenn ich im Editor-Modus bin, damit ich sehe, bin ich im Editor-Modus oder nicht. Dann brauchen wir eine neue Tastenkombination. Ich sag's jetzt mal, wir nehmen von mir aus F4 und sagen Editor Active, nicht Editor Active. Und F4 müssen wir ihm noch geben. Das ist dann wahrscheinlich einfach der nächste im ASCII, in der ASCII-Tabelle. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Wenn wir jetzt F4 drücken, dann müsste ich im Editor-Modus sein. Und dann müsste ich mit F3 meine Bounding-Boxen anzeigen und ich. Moment. Ja, ich hatte die falsche Taste gedrückt. So genau jetzt. Und wenn ich jetzt F4 loslasse. Ja gut, der hat keine Geschwindigkeit. Den kann ich nicht rumziehen. Aber wenn ich jetzt F4 drücke, den hier wegschmeiß, F4 loslasse, dann fliegt er hier weg.
Ja, im Editor-Modus wollen wir natürlich keine Geschwindigkeiten machen, sondern im Editor-Modus wollten wir was anderes machen. Im Editor-Mode oder im Editor Active haben wir es genannt, tun wir nicht mehr die Geschwindigkeit verschieben, sondern wir verschieben die Position. Und das haben wir ja schon mal gemacht. Das ist ja das, was wir in unserem Kontakt-Sample-Game schon gebaut haben. Das heißt, wenn ich jetzt in den Editor-Modus umschalte, kann ich alles wunderbar verschieben. Wobei den hier darf ich nicht verschieben, wohl komischerweise. Und ah, okay, der wird nicht zurückgesetzt. Zurücksetzen möchte ich aber eigentlich immer. Wundert mich, warum bin ich im Track-Modus? Ach, wir merken uns gar nicht, ob wir im Tracking-Modus sind. Das ist natürlich behämmert. Wenn wir die Maustaste. Ah, doch, 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 das ist ja die Else-Kondition. Das müsste aber eigentlich gehen. Wir setzen den Trackbody einfach zurück. Oh, richtig. Wisst ihr, was passiert, wenn wir im Editor-Modus sind? Dann wird unsere Bounding-Box nicht mehr aktualisiert. Das heißt, wir müssen hier ein manuelles Update ABB machen. Trackbody Position und Toleranz von, keine Ahnung, die Standardtoleranz halt. Was haben wir denn für eine Toleranz? Tun wir die mal, machen wir mal eine Konstante draus. Public Static Final Float und dann ist das von mir aus eine ABB-Toleranz. Irgendwie so. Da haben wir noch einen Import, den wir lösen müssen. Und das ABB-Toleranz. Und hier haben wir dann Physics, ABB-Toleranz. Und voilà. Das müsste alles sein. Wenn ich jetzt hergehe und bin im Editor-Modus, verschiebt sich meine Bounding-Box. Und ich kann die statische nicht verschieben. Das wollen wir natürlich einbauen. Oder wir sind im Editor Mode, Editor Active. Und ihr seht schon, wie hässlich das ist. Wir greifen direkt in den Code ein, der eigentlich mit unserem Spiel was zu tun hat. Und das, ja, ist natürlich nicht so hübsch. So, gehen wir in den Editor Modus. F4, Editor Modus. So, jetzt können wir alles fröhlich hin und her platzieren und können, keine Ahnung, irgendwie sonst irgendwie was bauen. Und wenn wir jetzt F4 drücken. Ach, das sind statische Boxen. Da kann der natürlich die Kollision schlecht lösen. Und eigentlich möchte ich im Editor-Modus auch immer sofort meine Bounding-Boxen anzeigen. Das heißt, wir merken uns, ob wir Bounding-Boxen aktiviert hatten. ABB oder das ist, gehört eigentlich zum Editor. Editor ABB oder was ABB false und für den Fall, wenn wir in den Editor-Modus wechseln, hier, wenn er jetzt auf einmal aktiv ist, dann merken wir uns einfach Show ABB haben wir es genannt. Ob die ABBs angezeigt werden oder angezeigt wurden. Ansonsten setzen wir die einfach auf den hier zurück. So weit, so gut. Und hier können wir dann einfach sagen, Show ABB auf jeden Fall auf True. Wir merken es uns einfach nur. Damit ich, wenn ich jetzt in den Editor-Modus wechsle, er sofort auf ABBs umspringt. Und wenn ich jetzt vom Editor-Modus weggehe, haben wir keine ABBs mehr. Gut.
Der nächste Schritt ist eigentlich, wir wollen Körper erzeugen, hätte ich jetzt mal gesagt. Und wie machen wir das? Ich sage, wir arbeiten jetzt erstmal nur mit Boxen. Wir arbeiten jetzt erstmal nur mit Boxen und mit statischen Körpern, also nicht mit dynamischen. Und eine Sache, die mir auch nicht gefällt, dass mein Player die gleiche Farbe hat wie alle anderen auch. Das müssen wir natürlich auch in den Griff kriegen. Und eigentlich müssen wir die Bounding-Boxen gar nicht verschieben. Weißt, wir machen mal was anderes. Wir zeichnen einfach, wenn wir im Editor-Modus sind, einen Gitter über das ganze Zeug. Das heißt, wenn wir im Editor-Modus sind, dann machen wir jetzt einfach mal hier, keine Ahnung, eine neue Farbe dazu. Ich nenne es jetzt mal Light Gray. Und wir machen, keine Ahnung, 0,15, 0, 0 mal 15, 15, 15 und ein leichtes Grau. Und hier sagen wir einfach Draw Line. Und dann geben wir an, wie viel Pixel unser Gitter haben soll. Editor Grid Size und ich sage es, keine Ahnung, 32. Spielt ja keine Rolle, irgendein Gitter halt. Und wir machen eine For Loop, den wir einfach with durch. Ja, with durch Grid Size i++. Machen wir das so. Und für x sagen wir einfach i mal Editor Grid Size. Hier ebenfalls. Und wir zeichnen gerade den x-Part. Das heißt, wir beginnen bei 0 und hier ist es Height minus 1 und hier ist es Colors Light Gray. Und jetzt müssten wir eigentlich schon ein Gitter sehen, wenn wir in den Editor-Modus wechseln. Ja, wir sehen Gitter. Passt. Kann man ganz leicht sehen. Wundervoll. Und dann machen wir das nächste Gitter. Das machen wir dann Height. Und da verschieben sich einfach nur die Koordinaten. Und das ist dann einfach with. Müsste passen. Wenn wir jetzt in den Gitter-Modus gehen, in den Editor-Modus, dann haben wir hier einen Gitter. Und was jetzt natürlich richtig cool wäre, wenn unsere aktuelle Geometrie tatsächlich auch an so einem Gitter hängen bleibt. Und irgendwie hätte ich große Lust, diese Toleranz dann doch zu deaktivieren, wenn wir im Editor-Modus sind. Ich sage, wir haben keine Toleranz im Editor-Modus. Das bedeutet aber auch, wenn wir in den Editor-Modus wechseln, müssen wir alle ABBs neu berechnen. Das ist jetzt nicht so schlimm. NumBodies oder Physics, NumBodies, i++, Body, Body, Physics, Bodies, i und hier einfach Body und du bist Body und voilà, das war alles. Gut, und wenn wir jetzt hier unsere Bounding-Boxen anzeigen, wir gehen in den Editor-Modus, schaltet er um in den anderen Zustand. Wenn wir jetzt auch wieder 4 drücken, haben wir unsere alten Bounding-Boxen wieder. Und dann sehen wir exakt, wie groß unsere Körper sind. Und jetzt können wir einen Snap eigentlich einbauen. Haben wir noch Zeit? Ja, nicht wirklich. Das letzte Mal habe ich überzogen. Dann würde ich sagen, wir machen den Snap das nächste Mal. Jetzt haben wir so rudimentäre Sache geschaffen, wie wir Sachen verschieben können und ein bisschen Spielmechanik testen können. Und wenn wir jetzt hier F4 drücken, können wir hier hochspringen, können die Box wegschieben und ja, können üben. Jetzt fehlt einfach nur noch die Tatsache, dass wir mehrere Körper erzeugen können. Und ich würde sagen, wir machen das mit irgendeiner Tastenkombination N oder sowas. Ja, einfach N.
Oder eine F-Taste, F1 oder so haben wir, glaube ich, auch gar nicht benutzt, aber F1 ist Hilfe in der Regel. Ja, ich bin hin und her gerissen, keine Ahnung. Mehr kriegen es ja schon nämlich hin. Cool, und ich möchte auch noch sehen, ob ich im Editor-Modus bin. Das bauen wir dann hier oben auch ein. Und den Player möchte ich auch unterschiedlich haben. Und die Farbe von unserer Bounding Box. Also ich möchte die Bounding Boxen eigentlich nicht mehr zeichnen im Editor-Modus. Das können wir eigentlich auch mal machen. Und dann sehen wir eigentlich auch gleich, worum die Reise geht. Nämlich so. If show ABB. If show contacts. Und die Variable hieß übrigens was shown ABB. So. Gut. Ja. Passt. Machen wir das nächste Mal weiter. Alle denn? Ciao.